Wir haben einen Grund zum Feiern, weil Jesus lebt, weil Jesus auferstanden ist. Heute wollen wir ein paar Gedanken weitergeben in unserem Thema, das uns bewegt in den letzten Wochen. Und zwar auf Leben oder Tod. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet für uns ganz konkret die Auferstehung Jesu? Ich nehme an, dass die meisten hier von uns gläubige Menschen sind, die glauben, dass Jesus auferstanden ist. Aber was bedeutet das ganz konkret für uns? Und ich möchte euch einladen, dass wir unsere Bibeln im 1. Korinther Kapitel 15, Verse 50 bis 58 aufschlagen und unsere Gedanken zu diesem Wort Gottes heute richten. 1. Korinther 15, 50 bis 58. Dieser Vers sage euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit nicht die Unvergänglichkeit erbt. Siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen, wir werden aber alle verwandelt werden. In einem Nu, in einem Augenblick, bei der letzten Posaune, denn Posaune wird es. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Denn dieses Vergängliche muss Unvergänglichkeit anziehen. Und dieses Sterbliche muss und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen. Wenn aber dieses Vergängliche Unvergänglichkeit anziehen und diese Sterbliche Unsterblichkeit anziehen wird, dann wird das Wort erfüllt werden, das geschrieben steht. Verschlungen ist der Tod in Sieg. Wo ist Tod dein Sieg? Wo ist Tod dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde aber das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Daher, meine geliebten Brüder, seid fest, unerschütterlich, allzeit überreicht in dem Wert des Herrn, da ihr wisst, dass eure Mühe im Herrn nicht vergänglich ist. Amen. Jesus, wir danken dir für dein Wort, danke dir für dieses Auferstehungsfest, das wir heute feiern dürfen. Danke, dass wir dich erleben dürfen in unserem Leben, was wir haben. Dass wir wissen, was es bedeutet, ist vom Neuen geboren zu sein. Dass unsere Seele, unsere Geister, aus Herr, erneuert wurde durch die Kraft deines Blutes. Und danke, dass wir heute in dieser tiefen Gewissheit und Glauben stehen dürfen, dass du lebst, dass du in uns lebst und dass du auch einen wunderbaren Plan für jeden einzelnen von uns hast. Ob wir leben oder sterben, wir gehören dir, Jesus Herr. Und danke, dass wir heute diese Kraft, diese Wahrheit, diese Macht der Auferstehung Jesu Christi leben dürfen, erleben dürfen und auch verkündigen dürfen. In deinem Namen beten wir. Amen. Amen. Letztes Mal, als wir über dieses Thema geredet haben, haben wir angeschaut, dass Paulus drei Prioritäten in seinem Leben hat, was es bezüglich dem Tod und dem Sterben betrifft. Er hatte das ganz klar für sich einfach gefunden. Wie steht er einfach zu diesem schwierigen Thema? Er war selber auch, ja, es war nicht einfach für ihn, sich mit diesem Thema auszusetzen. Selber hatte er viele Bedrängnisse und Leiden erlebt, aber in dieser Zeit, in seinem Leben, hat er drei klare Prioritäten gefunden. Das erste war, er würde am liebsten noch am Leben zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Bei ihm war diese Hoffnung von diesem zweiten Kommen Jesus, von dem Kommen Jesus so präsent, dass er wirklich einfach sich so gewünscht hat und danach verlangt hat, dass er nicht sterben muss, sondern dass er einfach lebendig ist, lebt, bis Jesus wiederkommt. Und dass er einfach Jesus in den Wolken trifft, dass er nicht entkleidet werden muss. Er beschreibt es wie eine Entkleidung. Und das können wir in 2. Korinther 5 lesen, einfach wie er sagt, ich möchte nicht so gerne entkleidet werden. Das fühlt sich unheimlich. Das fühlt sich einfach ja komisch. Und das ist auch dieses unheimliche Gefühl, das wir Menschen haben, wenn es um Sterben und Tod geht. Das wollte Paulus genauso nicht. Er hat gesagt, am besten möchte ich einfach, dass Jesus wiederkommt und dass ich einfach direkt überkleidet werde mit diesem unsterblichen Körper. Das war seine erste Priorität. Das sollte auch unsere erste Priorität sein, unser erstes Gebet und Wunsch.
Zweitens sagt Paulus, wenn das nicht in meiner Lebenszeit geschieht, dass Jesus wiederkommt, dann würde ich am liebsten sterben und einfach mit Christus sein. Auch wenn es bedeutet, entkleidet zu werden, auch wenn es bedeutet, getrennt zu werden von meinem Körper, von meinem geliebten Menschen. Aber ich bin lieber unheimlich hier in dieser Welt und heimlich bei dem Herrn, sagt er in 2. Korinther 5, 8. Er sagt auch ganz klar in Philipper 1, 21 und 23, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Er kämpft damit eigentlich weiterzumachen, weil er fühlt schon, er hat so ein Verlangen nach Jesus, nach seiner Gegenwart. Er sagt, ich will lieber heimlich beim Herrn sein, als hier weiterzumachen. Und er sagt, das ist wie eine Spannung und Bedrängnis in ihm. Er sagt, ich werde bedrängt, in Vers 23, Philipper 1. Er sagt, ich werde aber von beiden bedrängt. Ich habe Lust auszuscheiden und bei Christus zu sein, denn es ist weit besser. Das ist seine zweite Präferenz. Er sagt, Sterben ist ein Gewinn, es ist viel besser, bei Christus zu sein. Wenn er nicht in meine Lebenszeit kommt, dann lieber sterbe ich und gehe ich direkt zu Jesus. Und seine dritte Präferenz ist, er sagt, wenn ich hier dem Herrn mir weiter Tage schenke und Jahre des Lebens, dann will ich diese Zeit auskosten. Dann will ich diese Zeit nutzen. Dann will ich, dass mein Leben wirklich zählt für die Ewigkeit. Ich will nicht durchschauen, sondern durch Glauben, Wandeln und Leben. Ich will mein Bestes tun. Einfach, dass Jesus und seine Herrlichkeit und sein Königreich in dieser Welt, in dieser Stadt, in meinem Leben etabliert wird. Und er sagt, wir sind gutes Mutes. Und er sagt, ich bleibe auch um den Willen Gottes zu erfüllen und euretwillen, den Willen der Gemeinde, seine Mitmenschen, die Gläubige, um ihnen zu dienen, für sie zu leben, ihr sein Leben auszugießen, für Jesu Gemeinde, für Jesu Menschen und einfach das Evangelium bekannt zu machen. Er will fürs Reich Gottes leben. Das ist seine dritte Referenz. Wie sieht es aus in unserem Leben? Sind wir im Einklang mit diesen Prioritäten? Verlangt uns mehr nach alles andere in dieser Welt, alles, was wir lieb gewonnen haben, sogar unsere liebe Mitmenschen, unsere liebe Familie, verlangt uns mehr als das, bei Jesus zu sein, dass Jesus wiederkommt und dann sein Reich unter uns etabliert wird. Es ist schwer, oder? Manchmal tun es uns wirklich schwer, uns zu trennen von das Menschliche, von das Irdische hier, das, was wir uns vielleicht bequem macht und lieb gewonnen hat. In Deutschland gibt es ein großes Problem mit den sogenannten Reichsbürger. Das sind so Menschen, die sich mit allem Möglichen wehren, sich hier an dieser neuen, sozusagen neuen Ordnung in Deutschland unterzuordnen. Sie leben noch irgendwie im Dritten Reich oder so. Sie haben sogar eigene Pässe, ja? Und sie sehen auch so ganz interessant aus. Da habe ich euch ein Bild mitgebracht, genau. Und neulich war das wirklich ein riesiges Problem für den Verfassungsschutz, weil diese Menschen, die weigern sich mit allen möglichen, auch mit Gewalt, sich an die neue, einfach an das Grundgesetz und einfach an die Ordnung und Gesetz hier in der Bundesrepublik Deutschland unterzuordnen. Und manchmal sind wir vielleicht als Gläubige auch so. Wir sind eigentlich bestimmt, fürs Reich Gottes zu leben, aber wir weigern uns innerlich mit aller Kraft, uns an diese Ordnung und Prinzipien und Werten vom Reich Gottes unterzuordnen. Und wir kämpfen da einfach, das hier und jetzt beizubehalten. Und ich glaube, da braucht einfach eine Sinnesänderung in unserem Herzen. Sinnesänderung, was es bedeutet, dass wir dem Herrn gehören. Was es bedeutet, dass wir erkauft sind mit dem höchsten Preis des Lammes Gottes. Gestern haben wir einfach eine geniale, starke Worship Night gefeiert. Die nicht da waren, ihr habt etwas verpasst. Ich ermutige euch als Gemeinde, wenn wir solche Nächte haben, kann es nur 3-4 Mal im Jahr, verpasst es nicht, nutzt die Gelegenheit, gemeinsam als Volk Gottes in dieser Stadt, in dieser Region anzubeten. Und wir hatten einen jungen Mann hier, der total einfach von Jesus einfach
feurig ist und begeistert ist. Gott hat ihn wirklich aus Trauer aus der Sünde, tiefsten Sünde herausgeholt. Und es ganz jung, er hat über die Kraft des Blutes Jesu gepredigt. Das war so eine gewaltige Zeit, gewaltige Kraft, die wir hier erlebt haben. Von diesem jungen Mann, der einfach folgendes gesagt hat: Es gibt nichts anderes, was uns frei macht. Es gibt nichts anderes, was uns wirklich freisetzt und einfach erkauft hat und geheilt hat und freigesetzt hat, als das Blut des Lammes, das Blut Jesu. Und das feiern wir heute. Das feiern wir. Das wunderbare Opfer am Kreuz. Die Kraft des Blutes des Lammes und seine wunderbare Auferstehung. Und wisst ihr, wir reden ja oft über Erweckung. Und ich liebe Erweckung. Ich habe Erweckung auch erlebt. Wo wirklich Gott ein ganzes Land umkrampelt hat, in wenigen Monaten und Jahren, und Tausende von Leuten, von Menschen zum Glauben gekommen sind. Ich weiß, was Erweckung ist. Aber wisst ihr, wenn ich um Erweckung bete, ist mein Gebet, ist Erweckung das tiefste Verlangen in unserem Herzen bedeutet, Jesus zu gehören mit allem, was wir haben. Das ist für mich Erweckung. Einfach die äußerste Hingabe und Treue zu Jesus in unserem Herzen. Wenn Erweckung geschieht, geschehen natürlich auch Zeichen und Wunder. Wir werden erfüllt mit dem Heiligen Geist, wir erleben die Wunder, das Übernatürliche. Und das ist wunderbar und das meine ich auch wirklich. Das ist wunderbar. Wir erleben einfach, wir empfangen die Gebetssprache, wir empfangen den Heiligen Geist. Wir können auch in Zungen reden und Gott ehren und preisen. Das sind die Früchte auch von Erweckung. Aber das, was bleibend ist in Erweckung, was wirklich Frucht bringt, auf lange Sicht auch, ist die tiefste Hingabe, Treue, Vertrauen und einfach Unterordnung und Gehorsam zu Jesus Christus, das Herr in unserem Leben. Und das ist, was ich bete, wenn ich um Erweckung bete, in meinem Herz, aber auch in unserer Gemeinde. Ich bete für Tiefe, ich bete für Vertrauen, für starken Glauben, für Gehorsam des Wortes Gottes. Und wenn wir diese Einheit, dieses Gehorsam, diese Beziehung zu Gott gemeinsam leben als Gemeinde, dann geschieht Erweckung auch in unseren gemeinsamen Treffen. Und da kommen auch die Zeichen und Wunder, da kommen auch das einfach das Wirken Gottes. Aber das eine geht nicht ohne den anderen. Du kannst Zeichen und Wunder erleben, ich habe Menschen erlebt, die krasse Wunder erlebt haben, die heute nicht gläubig sind. Wir können prophetisch reden und die Bibel sagt, wenn wir Gott nicht lieben, wenn wir seine Gebote nicht halten, wir können so viel prophetisch reden, dass es einen leeren Kampf gibt. Wir können auch in Zungen rennen ohne Ende und trotzdem lieblos werden und trotzdem nie einen Menschen für Jesus erreichen, weil wir das für uns behalten. Und das alles ist gut, aber wahre Erweckung geschieht im Herzen. Es bringt eine tiefe Erfahrung und Beziehung mit Gott und aus dem heraus fließt das Übernatürliche in unserem Leben. Aus einem geheiligten, gehorsamen, Jesus wohlgefälliges Leben. Lass uns heute uns auf das fokussieren, worum auch in dieser Bibelstelle geht, was wir heute gelesen haben. Unsere endgültige Hoffnung ist, dass wir mit Jesus auch nicht nur geistig und in unserer Seele, sondern auch körperlich auferstehen werden. Es ist schon so, dass diese Hoffnung von der körperlichen Auferstehung viel präsenter war in der Frühgemeinde als heute. Heute haben wir so viele Sicherheiten, wir haben ein tolles Gesundheitssystem und wir haben alle möglichen Versicherungen. Und es ist einfach, dass man einfach sich darauf verlässt und es nicht mehr einfach denkt, was Jesus wirklich mit uns vorhat. Was bedeutet, dass der Tod besiegt ist? Bedeutet das, dass wir hier nicht mehr sterben, dass wir nicht mehr Leid erleben? Absolut nichts. Neulich, aber es gibt diese Geschichte, wo ein Politiker aus der EU nach Afrika gegangen ist. Und er wollte einfach da die Politiker dort beraten, wie ihr Gesundheitssystem besser aufbauen. Ja? Und er hat einfach da die afrikanischen Politiker gefragt, ja, wie sieht es aus bei euch, wie ist hier die Sterbensrate? Und dieser afrikanische Politiker hat ihm geantwortet,
Weißt du, ich verrate über los, ist wie überall auf der Welt, ne? 100%, ja. Wir reden viel von Sicherheit, von Lebenserwartung. Das ist wunderbar, wenn wir Lebensqualität haben. Jesus möchte uns beschenken. Und trotzdem gibt es noch diesen letzten Feind, der Jesus schon besiegt hat, der uns den Weg schon gezeigt hat, aber diesen letzten Feind, den wir mit Jesus noch einfach hier gemeinsam besiegen werden. Was bedeutet aber das? Bedeutet das einfach, dass nur für unsere Seele, dass unsere Seele rettet ist und wir wissen, ja, Jesus hat uns erkauft, hat uns erlöst, unsere Seele ist sicher bei ihm. Wir kommen am Ziel, wenn wir an Jesus glauben, wir sind erlöst, nichts kann uns trennen von seinem Leben, von seiner Rettung. Aber bedeutet das, dass unsere Seele einfach in einem weitergefährdeten Himmel sein wird, das einfach nicht materiell ist, ätherisch, körperlos, einfach diese geistliche Realität? Oft ist das unsere Vorstellung von Gottes neuen Welt. Und deswegen glaube ich, ist auch oft unsere Erwartung so niedrig, weil wir sagen, ja gut, wenn ich sterbe, Gott wird das schon irgendwie richten. Ich werde irgendwo weit weg im Himmel sein, meine Seele ist bei ihm. Aber so richtig Erwartung von dieser Auferstehung haben wir, wenn wir ehrlich sind, nicht so bewusst. In anderen Worten, wir denken, das jetzige Zustand, wenn jemand stirbt und die Seele, den Geist einfach zu Gott geht und Gottes Gegenwart, dass das der endgültige Zustand wird, ist es aber nicht. Guck mal, was Paulus hier sagt, wie ermutigt er die Thessaloniker? Wie ermutigt sie in diese Zeiten des Leidens, in diese Zeiten, wenn geliebte Menschen gestorben sind? Was sagt er zu den Thessaloniker? Lass uns diesen Beispiel sehen. Was sagt er in 1. Thessaloniker 4,15? Er sagt, denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Schlafenden keineswegs zuvorkommen werden. Zuvorkommen? Was meint er dadurch? In welchem Sinne zuvorkommen? Und er gibt uns die Antwort in dem nächsten Vers 16. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel. Und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Aha, die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Zuerst. Ach so, das ist der Schlüssel für Paulus. Er sagt, wir werden ihnen nicht zuvorkommen, sondern sie werden zuerst auferstehen werden. Wir sagen oft, dass ja, unsere geliebten Menschen, sie sind schon uns vorgegangen, sie sind schon mit dem Herrn. Und das stimmt, ihre Seele und ihren Geist sind in der Gegenwart Gottes, sind angekommen. Und wir denken so in diesem Himmel, dass es einfach, dass jetzt schon der endgültige Zustand ist. Sie haben ihren Körper abgelegt, ihre Seele ist in Frieden mit Gott. Wie geht es dann aber weiter? Aber das ist nicht der endgültige Zustand, was Paulus sagt. So wahr das ist, das ist nicht unser Haupttrost in Christus, sondern nicht der Haupttrost des Paulus zu den Thessalonikern gibt. Was Paulus sagt ist, er sagt, oder denkt auch nicht an erster Stelle an das weit entfernte Himmel, sondern denkt ganz gezielt auch auf diese konkrete körperliche Auferstehung, die Jesus erlebt hat, denn Jesus kam zurück, seine Jünger könnten ihn erleben, sie könnten ihn berühren, sie könnten wieder Gemeinschaft mit ihm haben, 40 Tage. Er wurde körperlich auferweckt und er sagt uns, genauso wie er auferweckt wurde, werden unsere Körper auch auferweckt. Sie werden nicht im Bleib bleiben, sondern nur in einem Moment verwandelt werden und mit Unsterblichkeit überkleidet werden. 1. Thessaloniker 4,17 sagt uns, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in den Wolken, dem Herrn gehen in die Luft, und so werden wir alle Zeit mit dem Herrn sein. Alle Zeit beim Herrn, alle Zeit bei diesem auferstandenen, herrlichen Jesus Christus, das Lamm Gottes,
Wir dürfen ihn dann sehen und berühren und erleben und Gemeinschaft mit ihm haben, genauso wie seine Jünger das auch haben dürften. Der wird uns auch körperlich auferstehen lassen mit einem neuen, unvergänglichen, geistlichen Körper. Mit ihm werden wir in seine Herrlichkeit werden, dich kennen, ihn genießen und einfach ihn loben und preisen. Das ist unsere letztendliche Bestimmung. Das ist kein ätherischer, körperloser Zustand in einem weit entfernten und persönlichen Himmel. Unsere letztendliche Bestimmung ist mit Christus, in seine neue Welt, in seine neue Schöpfung, in diesen neuen Himmel, neue Erde, die er schafft, die wir in Offenbarung werden, zu regieren, zu leben, zu preisen und die Gemeinschaft zu haben. Genau das ist die Hoffnung, die so lebendig und so stark war bei der Frühgemeinde, auch beim Paulus. Das hat ihm diesen Halt und Trost und Kraft gegeben, auch für ihn, diesen Weg zu gehen als Märtyrer. Auch für ihn, diesen Weg zu gehen nach Rom und zu wissen, dass er dort gefangen wird, dass er vor dem Kaiser kommt und dass seine Zukunft nicht gut aussieht. In Philipper 3,21 sagt er, denn unserem Körperleib der Niedrigkeit umgestalten wird und seinem Leib der Herrlichkeit gleichförmig machen wird, nach der wirksamen Kraft, mit der er vermacht, auch alle Dinge sich zu unterwerfen. Das ist die Kraft der Auferstehung, ganz konkret, auch für uns, gläubige Menschen. Und wenn du heute da bist und du hast noch diese feste Hoffnung an Jesus Christus, ich ermutige dich, heute ist der Tag der Rettung, heute ist die gute Zeit, Jesus zu empfangen und Jesus kennenzulernen. Der Paulus geht hier weiter und er gibt uns eine wunderbare Beschreibung von der Auferstehung. In 1. Korinther 15,50 sagt er, ich sage aber euch, Brüder, dass Fleisch und Blut das Reich Gottes nicht erben können. Auch die Vergänglichkeit, nicht die Unvergänglichkeit erben. Bedeutet das eine Absage an der körperlichen Auferstehung? Bedeutet das, dass wir nur als Seele und Geist zu dem Herrn gehen? Nein. Was das bedeutet hier ist, er sagt ganz klar, wir werden einen neuen, geistlichen, geheiligten Körper bekommen. Das wird ein persönlicher Körper. Wir werden unsere liebten Menschen erkennen können, genauso wie die Jünger Jesus erkennen könnten. Aber es wird wunderbar und unvergänglich sein. Er möchte uns diesen neuen Körper schenken, weil er auferstanden ist. Das ist, was es konkret bedeutet, dass Jesus für uns auferstanden ist. Das ist, was konkret bedeutet, dass der Tod besiegt ist. Und er sagt hier zwei Dinge. Die Toten werden auferstehen, klar. Das bedeutet wir, die gläubigen Menschen und alle. Und sie werden verwandelt werden. Zeigt eine Kontinuität, dass Gott einfach diesen alten Körper auferweckt und einen geistlichen, perfekten, vollkommenen Körper schenkt. Und er sagt, dass es verwandelt wird nach Gottes Ebenbild und seine Herrlichkeit. Es ist nicht umsonst, wenn wir hier und heute für Jesus leben, aber auch für Jesus sterben. Das ist nicht sinnlos. Das ist nicht kraftlos. Das hat einen Sinn und Zweck. Bestimmung, denn wir alle werden verwandelt werden. Noch spezifischer geht Paulus und vergleicht das diesem wunderbaren Bild, das wir in den letzten Wochen mal gehört haben, von den Samen und von den Pflanzen. Sagt in Vers 37 und 38, und was du säst nicht in dem Leib, der werden soll, sondern ein nacktes Korn, es sei von Weizen, oder von einem der anderen Samenkörper. Gott aber gibt ihm einen Leib, der gewollt hat, und jedem dem Samen seinen eigenen Leib. Der Punkt hier ist, es wird gesät, es ist ein Samen, und wir sterben, wird ein nackten Samen, ein nackten Korn in diesem Grab. Und Gott nutzt das, um uns aufzuerwecken.
um das was Wunderbares daraus zu machen. Wenn wir was sehen, wir wissen, diese Körner, die sind nicht schön. Die sind, haben keine Gestalt, jetzt ob's, egal ob es Weizen ist oder Erdbeeren oder so. Aber wenn sie wachsen, wenn sie Frucht bringen, dann entsteht was Wunderbares. Genauso tut es auch Gott. Das ist nicht sinnlos. Unser Leben hier auf Erden ist nie sinnlos, auch wenn es oft so erscheint. Diese Nachten kommen, geht ins Boden, geht in die Erde. Und in Gottes Posaune, wenn Jesus wiederkommt, wird es auferweckt. Ein unvergängliches, wunderbares, perfektes Körper. 1. Korinther 15, 42 bis 44. So ist auch die Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit, es wird auferweckt in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Unehre, es wird auferweckt in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit, es wird auferweckt in Kraft. Es wird gesät in natürlichen Leib, es wird auferweckt in ein geistlicher Leib. Und wenn es einen natürlichen Leib gibt, so gibt es auch einen geistlichen. Amen. Amen. Wir werden mit Jesus leiblich aufstehen. Der geistliche Sieg, der geistliche Tod ist schon besiegt. Das ist sicher. Wir sind sicher in Jesu Händen. Niemand kann uns diese Rettung, diese Erlösung wegnehmen, wenn wir in Jesus festhalten. Aber das ist nicht unsere einzige Hoffnung. Wir werden auch körperlich, leiblich auferweckt werden. Und das, was ich Ihnen als unehrlich anführt, als Zerbruch, als sinnlos, wird mit Herrlichkeit und mit Ehre und mit Würde auferweckt. Was für ein wunderbarer Sinn, was für eine wunderbare Hoffnung haben wir. Vielleicht fragst du dich aber, warum spielt das eigentlich so eine Rolle? Warum spielt es eine Rolle? Wir haben ja hier unsere Realitäten, Probleme hier und her und jetzt zu kämpfen. Wir könnten auch genauso reden über die guten Dinge, die Gnade Gottes und die Liebe Gottes und die Gerechtigkeit Gottes. All das, warum sollen wir uns jetzt mit dem Tod befassen? Es klingt so irdisch und so unangenehm. Und ja, Tod ist verbunden mit diesem unheimlichen Gefühl. Weil Tod ist immer noch dieser letzte Feind, das endgültig besiegt wird. Auch ganz konkret für uns. Jesus ist uns schon gegangen, den ersten Fluch, der erste unter Brüdern, der das schon getan hat und den Tod besiegt hat. Und wir haben noch diesen Sieg endgültig vor uns, wenn wir mit ihm auferstehen. Es hat einen Grund. Warum hat es einen Grund? Weil alles, was Jesus erschaffen hat, gut ist. Seine Schöpfung, seine wunderbare Kreatur. Und du bist wunderbar, perfekt gemacht. Und auch in den Zeiten, wo wir angerieben werden, wo wir merken, unser Körper, unsere Kraft lässt nach. Es kommen Krankheiten oder es kommt zu dem Punkt, wo wir heimgehen. Auch da gibt es einen Zweck der Herrlichkeit. Psalm 19,12 sagt, der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes. Das Himmelsgewölbe verkündet seiner Hände Welt. Unser Verlangen als Gemeinde, als Einzelne ist, dass Jesus in unserem Leben verherrlicht wird, aber dass wir auch als Gemeinde Jesus anbeten im Geist und in der Wahrheit. Und da ist Leben und Sterben auch Teil von dieser Anbetung. Leider hat diesen Sündenfall das alles verzerrt. Alles zerstört, diese perfekte, wunderbare Schöpfung Gottes. Gott hat das gesehen und hat gesehen, wie Menschen zugrunde gehen, wie die Sünde den Menschen zerfetzt. Er hat gesagt, das kann ich nicht mehr zuschauen. Ich will eine Lösung geben. Ich will eine Erlösung schenken. Und was macht er? Er denkt an das Kreuz. Er denkt an seinen einzigen Sohn. Der sagt, er wird einfach diesen Fluch zerbrechen. Er will diese Forderung des Gesetzes erfüllen. Und das hat genau Gott getan. Er hat es getan, weil er dich liebt, weil er mich liebt, weil er es persönlich kümmert, wie es dir geht, wie es mir geht. Und er möchte, dass du und dich errettet werden. Er will, dass das, was
zerstört würde, diesen vollkommenen geistigen, wunderbaren Körper, dass die Menschen hatten am Anfang, dass das wiederhergestellt wird. Und sein Plan war die Auferstehung, weil er uns liebt. So, der Stachel des Todes ist die Sünde, ja. Doch Christus nahm der Fluch der Sünde auf sich. Die Kraft der Sünde ist das Gesetz, doch Christus erfüllte das die Forderungen des Gesetzes. Und dann rief Paulus voller Lob und voller Dank und sagt, Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen. Und das ist, was wir feiern an der Auferstehungssonntag. Den Sieg ist errungen durch die Auferstehung. Als Christus starb, tilgte er die Sünde und erfüllte die Forderungen des Gesetzes. Er überwand den Tod und erhielt das selige Leben, nicht nur für unseren Seelen, sondern auch für unsere Körper. Und darum wird Gott dieses Schwert seines Sohnes am Kreuzes geben. Er wird es nie verraten, weil es ein vollkommenes, perfektes Werk ist. Und er wird dich und mich gebrauchen. Und wir können auch als Paulus sagen, okay, dritte Priorität, solange wir leben zu Gottes Ehre, wir leben im Glauben und nicht im Schatten. Wenn wir sterben, ist der Samen gesät, das zur Herrlichkeit auferstanden wird. Und noch am besten ist, dass Jesus wiederkommt, dass Jesus in unsere Lebenszeit wiederkommt, dass die Zeit erfüllt wird, dass die Menschen, die gerettet werden, erfüllt werden und dass Jesus wiederkommt und sich verfällt. Aber eins ist sicher, der Vater wird das Werk des Kreuzes nie verachten. Das Kreuz steht für den Sieg, der Weg ist offen in alle Heiligsten und niemand kann dich und mich aufhalten, in Gottes Gegenwart zu leben. Und niemand kann auch diese zweite Auferstehung, unsere körperliche Auferstehung, die Jesus uns schenkt, aufhalten. Kein Satan, keine Sünde, kein Gesetz, kein Tod. Im Namen Jesus. Amen. Der Herr wird dich auch und mich auferstehen lassen. Im Namen Jesus. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Wir wollen das feiern. Wir wollen das ehren, was Jesus gefunden hat. Und diese Hoffnung ist ganz konkret. Nicht nur auf eines Tages weit Himmel, sondern Jesus möchte uns erwecken. Er möchte uns erwecken, geistig heute einfach so zu lernen, zu seiner Herrlichkeit, zu seiner Ehre. Er hat unsere Seele gerettet. Sie ist sicher in seine Hände. Und er wird auch unseren Körper lebendig machen bei seinem zweiten Kommen. Da werden wir vereinigt werden mit unseren Geliebten. Da wird ihr Schmerz, ihre Trauer wird getilgt werden. Es wird nur die Hoffnung und die, einfach nur die Freude. Die Hoffnung wird erfüllt. Die Freude wird vollkommen sein. Was für ein Tag, was für eine Hoffnung. Jesus, wir danken dir für die Auferstehung. Wir danken dir, Jesus, für diesen Auferstehungssonntag, dass wir gedenken dürfen, Jesus, an deinem Sieg am Kreuz. Danke, Vater, dass du uns trägst, dass wir auch im tiefsten Teil, in der dunkelsten Zeit erleben dürfen, Herr, wie du real bist, wie du tröstest, wie du Liebe schenkst, wie du Kraft schenkst, wie du neue Hoffnung schenkst, Herr. Vater, wir sind so dankbar. Wir sind so dankbar. Jesus, du bist so gut. Ich möchte auch dich ausrufen, wenn du heute da bist. Du hast dein Leben nicht, Jesus, für dich anvertraut. Du hast noch nicht bekannt mit deinen Lippen, dass Jesus Herr ist. Du hast noch nicht geglaubt, dass er von den Toten auferstanden ist. Die Bibel sagt, wenn du das tust, wenn du mit deinen Lippen bekennst, dass Jesus Christus Herr ist und glaubst, dass er von den Toten auferstanden ist, wirst du errettet werden. Wirst du diesen neuen Leben haben, neuen Geist, neue Seele, neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, sehr gut und groß. Das darfst du heute und hier erleben. Jesus ist für dich auch ganz besonders ans Kreuz gegangen und auferstanden. Und ich lade dich an, bekenne dich heute mit deinen Lippen, dass
sagt Jesus, du bist Herr. Jesus, ich glaube, du lebst, du bist auferstanden. Danke dir, dass du meine Sünden vergeben hast im Kreuz. Danke, dass du die Flucht des Gesetzes gebrochen hast. Die Flucht der Sünde ist wirklich weg. Sie ist einfach weg und sie ist weggewaschen. Und ich darf frei sein heute in deinem Namen. Danke, danke für Vergebung. Danke für Kraft. Danke für deine Liebe. Danke, Jesus. Jesus, ich bete auch für innere Heilung heute. Jesus, du kennst die zerbrochenen Herzen. Jesus, du kennst, wo Situationen sind in unserem Leben, in unserer Mitte, wo Geschwister, Freunde, geliebte Menschen zu kämpfen haben, mit Leid, vielleicht sogar mit Hoffnungslosigkeit. Die Lügen des Feindes, die Anklagen des Feindes, doch du hast das alles am Kreuz besiegt, Herr. Es ist festgenagelt an dem Kreuz, Herr, und ich dies. Einfach die Lügen des Feindes haben keine Macht und keine Anrechte, Herr. Ich bete für geheiligte Gedanken, Herr. Ich bete für erneuerte Gedanken, erneuertes Herzen, Herr, und Seele, und neuen Mut heute, Herr. Dass deine Kraft, deine Auferstehung hat, in uns ganz neu lebendig wird. Und wir danken dir für die Auferstehung. Wir danken dir, dass auch uns ganz konkret körperlich auferstehen lässt. Verwandeln lässt. Für diesen Samen ist eine wunderbare Frucht, eine wunderbare Gestalt, geistlich erweckt wird. Danke dafür, Jesus. Wir ehren dich mit Geist. Halleluja. Wir werden gleich haben mal fern. Lass uns für einen Moment einfach innen beten. Auf Golgatha schauen, den Danken und erklären den Auferstehenden Herrn. Lass ihn einfach diese Last, diese Bürde fallen lassen vor dem Kreuz. Lass es fallen lassen. Lass sein lebendiges Wasser durch dich durchfließen.